Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute im Halbfinale der UEFA Europa League. Es wird ein richtig großes Highlight. Als erstes spielen wir auswärts mit dieser Startformation. Also natürlich vor der Kapelle. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und checkt unbedingt den Twitch-Link ab. Da bin ich nämlich regelmäßig live. Da wird dann schön MW2 gesuchtet. Für all die Leute, die das vielleicht interessiert, kann man sich auch nett unterhalten. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir jetzt direkt rein. Let's go. Oh oh, das wird auf jeden Fall ein Hexenkessel im Sanderson Park. Gut, gehen wir es an. Wir in Orange, Trabzonspor. Ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen. In Blau und Rot. Die übrigens Villarreal ausgeschaltet haben. Da ist Jonas Wind. Erste Chance. Und das ist das 1-0. Wie kann das denn sein? Wie kann... Hä? Was war das denn? Schauen wir es doch mal an. Also Patrick Wimmer wird da auch überhaupt nicht angegriffen. Kann in Ruhe flanken. Okay, das ist ein absoluter Torwartfehler. Jonas Wind. Ja, das ist ein absoluter Torwartfehler, sorry. Also, der Torwartfehler sichert uns hier in der vierten Minute eines Halbfinals das 1-0. Mamusch. Stark gespielt. Nochmal, Wind. Kommt da nicht hin. Ah. Jetzt Vorsicht. Kein Elfmeter, nein, aber wir spielen das. Das war abseits, ne? Ja. Guardiol. Lukiba zieht denn einfach mal ab. Ja. Kann man abräumen. Das ist so ein richtig guter Spieler. Man musste Tempo rausnehmen. Schade. Das ist doch kein Abseits. Ja, okay, doch. Gibt jetzt hier nochmal einen Freistoß. 1-0 sollten wir auf jeden Fall in die Pause jetzt retten. Vorsicht, ja. Das sollte das 1-0 jetzt sein. Halbzeit dürfte jetzt eigentlich um sein, ne? Oh Gott, was mache ich denn da? Gut, dass der Schiri abpfeift. Trabzonspor war jetzt wirklich besser. Vorsicht, Luka Netz, kein Elfmeter hier. Kein Elfmeter und das ist ein absolutes Traumtor. Sie wurden besser. Wir waren nur noch zu passiv. 1-1. Uiuiui. Also sollten jetzt immer eine Schippe drauflegen und jetzt hier nicht einschlafen. Gut geklärt, das Tor verteidigen. Ja, Trabzonspor will jetzt hier diesen Sieg, ist ja auch verständlich. Die haben Heimspiel und das ist es nicht. Uiuiui, also wir dürfen uns hier wirklich mit diesem Punkt beziehungsweise mit diesem Unentschieden glücklich schätzen, denn ja, uns klingt überhaupt nichts mehr. Bestes Beispiel, bitteschön. Nicht mal ein einfachster Ball geht jetzt hier rein. So, jetzt kommt der Chance. Ja, aber es läuft halt keiner mit. Jetzt mal ein Major. Das wäre jetzt nochmal die Chance. Major, nee. Also, einen Sieg hätten wir auch nicht verdient gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist heute kein guter Auftritt gewesen. Doch ist das Spiel ja nicht vorbei. Ich weiß, deswegen mal auf einen auf Cherky. Der muss es jetzt eigentlich mal Volley probieren. Und das ist die Latte. Nachschuss, nee. Zweiten Ball gibt es nicht. Das bleibt hier beim 1-1. Alles offen im Rückspiel. So, jetzt
ist natürlich der Liga-Alltag. Das wird jetzt ein schweres Unterfangen, weil wann ist er mit dem Kopf jetzt schon beim Halbfinale-Rückspiel? Jetzt geht es auswärts gegen Stuttgart. Das hier wird unsere Startformation sein. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Tabellensituation sieht so aus, dass es jetzt wirklich nur noch ein Dreikampf ist zwischen Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt. Wer jetzt auf Platz 6 und 5 ist. Im Moment sind wir und Frankfurt im Vorteil. Und ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall punkten, um damit dran zu bleiben. Let's go. Gut, wie gesagt, das ist ein Dreierkampf. Punkten ist Pflicht. Sonst gibt es keinen europäischen Fußball nächste Saison. Es sei denn, wir gewinnen die Europa League oder den DFB-Pokal, wo wir noch überall drin sind. Deswegen. Was habe ich denn da gemacht? Mensch, und der erste Abschluss Stuttgart. Asta Franz, da greift halt keiner an, aber Müller ist auf dem Posten. Grealish. Schöner. Und da ist wieder Asta Franz, der ist gar nicht so ungefährlich, der Schuss. Aber der verliert dann wieder den Ball. Oh, wieso hebt denn Van de Ven das Abseits nicht auf? Ah, klassischer Konter und sie machen es nicht. 0-0. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Ah, Vorsicht, Stuttgart mit richtig guten Chancen, aber wir auch. Also ein gutes Spiel. Gutes 0-0, schön anzusehen. Ja, aber dann ist sowas nicht schön anzusehen. So ein Fehlball. Führt er jetzt hier zum Gegentor? Nein, Scalvini macht den Fehler wieder gut. Oh, stark. Also Franjic macht so ein gutes Spiel. Hier immer und immer wieder. Oh, stark von Iasaku, der sich da einfach durchsetzt. Aber Cherki traut sich nicht so richtig die 1 gegen 1. Jetzt kommt Grealish. Da ist Lukas Enmecha und Cherki. Nee. Also es ist ein gutes Spiel, aber wir wirken sehr, sehr ängstlich. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. 1 gegen 1. Das hat jetzt mal Kaminski gewonnen. Raus auf Enmecha. Enmecha. Und das ist wieder der Pfosten. Schon wieder Aluminiumpech. Uiuiui. Und da ist Iasaku. Nächste gute Möglichkeit. Er geht jetzt. Mamouche wird kommen. Ja, vielleicht bringt das jetzt mal ein bisschen Jonas Wind auch nochmal Qualität auf den Platz. Der kann ja diese Knipser-Qualitäten. Es wirkt alles sehr, sehr behäbig. Und Busch jetzt. Oh, wir sind dazu offen. Und das ist nicht das 1-0. Also es ist wirklich ein offener Schlagabtausch hier. Ach, wieso schon wieder ein Foul? Galvani sieht hier nochmal gelb. Das ist ein direkter Freistoß. Latte auf der anderen Seite. Und dann der Schrecken. Stuttgart macht hier das 1-0. Uiuiui. Also Baku, der gerade eingewechselt worden ist, macht aber auch keinen guten. Das will ich mir nochmal angucken. Also der zweite Ball. Der Freistoß, ja. Und Baku, ja, er ist erster am Ball, setzt sich da nicht durch. Das ist ein Fehler von Baku. Den muss er haben. Unsere ungeschlagenen Serie wird wahrscheinlich heute reißen. Es sei denn, es passiert jetzt noch mal irgendetwas, sowas wie Mamouche. Er macht es nicht. Es gibt's nicht. Lukeba. Wieder abgefälscht. Also uns fehlt heute wirklich das Spielglück. Das ist vielleicht nochmal letzter Angriff. Mamouche macht ihn. Er macht ihn nicht. Boah, ich versuche hier gerade echt alles. Jetzt vielleicht nochmal einen Eckball. Wenn der gut kommt, dann gibt es jetzt hier das. Nein! Er rennt damit ins Aus. Florian Müller hält Stuttgart hier den Sieg, ja. Boah. Ach, hier nochmal einen Eckball. So, Kaminski. Nee. Nochmal. Rein damit. Nee, das war schlecht. Wir verlieren. Unsere Siegesserie reißt und
Ja, es war heute kein guter Auftritt. Das wirkte alles so, wie ich es beschrieben habe vor dem Spiel. Oh, vorsichtig. Bevor ich jetzt hier irgendwas sage. Ey, das gibt's nicht. Kaminski. So, jetzt gleich nochmal. Kaminski. Ah, nein. Schiedsrichter pfeift sie immer noch nicht ab. Jetzt. Wir verlieren das Spiel. Unsere ungeschlagene Serie ist gerissen. Stuttgart schlägt uns mit 1 zu 0. So, das war's mit dieser Folge. Es ist, wie ich vor dem Spiel gesagt habe, vom Kopf her war man wahrscheinlich jetzt bei dem Spiel, was wir morgen austragen werden in der Volkswagen Arena. Es ist das letzte K.O.-Spiel in der Europa League, das Halbfinale Rückspiel. Sollten wir 0 zu 0 spielen, sind wir weiter. Und bei jedem Sieg und bei jedem 0 zu 0, bei jedem anderen Unentschieden geht's in die Verlängerung bei einem 1 zu 1 und beim 2 zu 2 ist der durch die Auswärtstorregelung, die in FIFA noch enthalten ist, ist der Gegner weiter. Ja, wie es morgen ausgehen wird, ob wir einziehen werden ins Finale, sehen wir dann. So wie wir gegen Stuttgart gespielt haben, können wir auf jeden Fall nicht antreten, denn das war zu wenig. Aber es war auch ein überragender Florian Müller, muss man auch dazu sagen. Wir sehen uns denn morgen. Bleibt sportlich.